Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hier zur dritten Folge aus unserem Skigebiet in Wallnitz. Es ist aktuell 21:36 Uhr und wir befinden uns gerade in meinem Büro hier im Skigebiet. Wenn wir draußen auf dem Sitz aufstehen, immer die Schneeproduktion läuft hervorragend. Und ja, wir schauen noch mal raus, würde ich mal sagen. Also hier mein kleines Büro. Ja. Wer es noch nicht kennt, kennt es jetzt. Ja, kleiner Werktisch, Werkbank, Feuerlöscher, Erste Hilfe und ganze Stapler haben wir auch. Okay, keine bekannte Firma, okay. Kleine Roomtour, ja, gibt eigentlich nichts Interessantes. Meine Pistenbullet ist meine Wartungsebene, wo ich Wartungen durchführen könnte am Pistenbully. Ja, meine 600er steht da, meine 400er und Käsebohrer. Eine kleine Tankstelle habe ich auch. Ja, soweit, so gut. Wenn keiner da ist, schalte ich auch wieder ab. Ich würde mal sagen, wir machen eine kleine Exkursion, würde ich mal sagen, eine kleine Runde. Wobei die eine hier schon, die könnte man eigentlich schon umstellen. Fahren wir lieber schnell weg. Düsen gefallen mir bei denen auch recht gut eigentlich. Oh, dann auf zum nächsten. Oh, wo fahren wir noch hin? Fahren wir ins Kinderland?
Wie schaut's da aus? Na, gefällt mir sehr gut. Oben, super, super, super. Kann man dann gleich mit dem Pistenpulli ausrücken. Wenn wir schon herunten sind. Haben wir eine kurze Abwegkürzung. Am Fuße der Kartellbahn hier. Kommen wir da raus? Nein. Zum Glück haben wir Allrad. Kettenantrieb. Hoffentlich. Oder. Oh. Dann gehen wir mal in die Halle. Schalten wir den Motor natürlich aus. Wir wollen Kraftstoff sparen. So. Die ganze Halle brauchen wir jetzt nicht beleuchten. Ich würde mal sagen, Hallenbeleuchtung 1. Das ist die Platz 1, ja, das reicht mir. Das reicht mir schon. So, welchen nehmen wir einen 400er. Ich glaube, das ist der neueste aus dem Steam Workshop. Oh, das heißt. Wir werden jetzt einmal in unseren 400er einsteigen. Ich finde ihn auch vom Sound her super. Ist einer gleich der neuesten Mods. Weil er ist sehr funktional. Ich finde ihn auch vom Sound her super. Oder können wir nämlich hier die rundum leuchten? Abendlicht, Fernlicht. Arbeitslicht vorne, Arbeitslicht hinten. Suchscheinwerfer. Die Fotos sind von meiner Familie oder keine Ahnung. Wir haben hier einen Zündschlüssel. Weil meistens die Pistenbullyfahrer oder so haben ja Fotos von ihren Kindern. Und ja, sagen wir mal einfach meine Kinder, aber sind schon große Kinder. Spaß beiseite. Wir haben hier weiter hier unseren Warnton. Blinker an. Parkbremse. Wischer haben wir rechts und links natürlich hier. Am Start die Fräse. Also einer gleich der modernsten, funktionalsten Mods hier im Winterresort Simulator 2. Den wir jetzt. Wir können hier auch das Fenster öffnen. Vielleicht gibt es mal ein kleines Erklärvideo von mir hier für diesen Pistenbully. So, Zündung an. Systeme fahren hoch. Wir sehen hier auch den Snowsat. Den können wir auch ein- oder ausschalten. Blau ist über 1 Meter neuer Schnee, also Pisten. Error, okay. Windows XP lässt grüßen. So. Ehrlich braucht man nicht Rundumleuchte, Abendlicht. Arbeitslicht vorne, Arbeitslicht hinten, Suchscheinwerfer brauchen wir nicht.
Ich fahre das Ding heute mit Joystick wie auch letzte Saison und ich finde das auch voll einfach hier. Ich habe Tempomat und Joystick. Joystick hat, ich glaube, 12 Knöpfe, die ich belegt habe. Sogar ein bisschen mehr, glaube ich, 20 Knöpfe habe ich belegt. Und mit dem Joystick oder Controller, na gut, ich glaube, Controller, ob man es über den Controller auch fahren kann, könnte, wäre auch interessant. Ich fahre über den Joystick und ja. Einfacher das Schild bewegen, Tempomat aktivieren. Wir machen aber heute mal ohne Fräse, denn wir wollen mal den Schnee hier verteilen. Funktionierende Spiegel wären vielleicht noch nicht schlecht. Ich werde mal die eine Schneekanone versetzen. Oder seitlich, glaube ich, stört es niemanden.
Genau, da passt sehr gut hin. Da stört es auch niemanden gleich im Hydranten. Radio wäre nicht schlecht. Ne? Oh, schafft man da das? Naja, nein, nein, das machen wir nicht. Dachte mal, jetzt schieben wir den schnell links rein, aber nein. Oh. Wie schaut es da aus? Da steht eine, okay. Da liegt eine, da steht eine, da liegt eine. Ich glaube, Schwächeanfall hat sie keinen, aber ja. Wir müssen uns natürlich gleich anschauen, was da los ist. Hat die unabsichtlich mein Schild mitgenommen hinten? Was raus hat, müssen wir jetzt langsam die Piste erkennen, während der Fahrt nicht auf die Display schauen, Markus. Das tut man nicht. Handbremse, Handbremse, Handbremse.
Oh, was ist mit dir? Drehen wir die noch schnell. Haben wir die Stütze eingefahren? Genau, aber damit wir die abtransportieren können. Oh. Okay, das wollte ich jetzt eigentlich nicht so unreal spielen, aber müsste mir verzeihen. Ich glaube, hier werden wir gleich die Piste ziehen. Dann ist die erste Piste, die offen hat, das Kinderland. So, machen wir es bis runter zum. Genau hier reicht es gleich. Also Piste Nummer 1, Nummer 2. Wo steht die Schneekanone? Hier steht die.
Wo machen wir gleich für die Raupengarage? Dass die auch unterm Schnee liegt. Hallo. Wo macht man da mal aus? So. Die können wir auch langsam abschalten. Wo gehen wir die hin?
Oh, nachdem die Schneekanonen hier entfernt wurden, können wir auch den Schnee besser verteilen. Bis auf die einen, die wir uns dann anschauen. Ja, also ich bin schon mal sehr zufrieden mit der Schneeleistung hier. Ja, und also wenn das weitergeht, bin ich guter Dinge, dass wir nächste Woche aufsperren können. Zumindest mal herum im Tal. Das Kinderland hier. Auch hier der Zubringer. Oh, was haben wir denn da? Noch eine Schneekanone. Nehmen wir die einfach mal daher. Oh, dann richten wir die wieder aus. Stecken die wieder am Stromnetz an. Oh, weiter geht's. Ich glaube, traurig. Da hilft halt nur mal das Verkaufen, leider.
tut mir leid für einen Schnerzeiger hier. Oh. Ich glaube, was ich falsch mache, ist den Schnee auch beim Abschieben. Eigentlich glaube ich, schiebt man den ja nur rauf. Wobei bei der Pistenanlegung glaube ich, kann man das auch so machen. Ansonsten korrigiert es mich bitte in den Kommentaren. Ja. Aber die Grundpiste ist jetzt einmal hier erfolgt. Jetzt hoffen wir natürlich bald auf einen echten Schnee und dann, ja, auf den Wintereinbruch hier in Wallnitz und dann haben wir wirklich ein schönes Skigebiet. Also, schaut nicht schlecht aus. So Leute, von heute würde ich jetzt einmal sagen, es war es mal wieder hier aus Wallnitz. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich würde mal sagen, wir sehen uns dann nächsten Mittwoch wieder. Gut vor Silvester zu einer neuen Folge hier aus Wallnitz. Zum Schluss, glaube ich, machen wir das so wie im Feld, wir schauen uns die Pisten von oben an. Sehen, was wir heute alles schon gemacht haben, also recht viel eigentlich. Ja, mit diesem Überblick, also hier, immer schon, ja, in Betrieb nehmen. Ja, schön, auf jeden Fall viel geschafft heute hier. Nächstes Mal können wir vielleicht schon hier reparieren und hier die Schneekanonen anschalten. Schauen wir mal. Ne? Wie schaut's aus mit echtem Schnee? Morgen. Leichter Schneefall. Vielleicht kriegen wir da ein bisschen Schnee zusammen fürs Skigebiet. Ich wünsche noch eine schöne Woche und sag tschüss. Bis zum nächsten Mal.